Auf meiner Visitenkarte steht Creative Consultant. Das heißt, ich konzipiere Veranstaltungen und mache Kommunikationsberatung für Unternehmen. Dann arbeite ich nebenberuflich noch als Trauerredner und für das Kriseninterventionsteam. Das Kriseninterventionsteam, das KIT, leistet Erste Hilfe für die Seele. Das heißt, es geht um Akutsituationen, unmittelbar nach dem, was Dramatisches passiert ist. Meistens ist jemand gestorben, wenn wir kommen, aber eben unerwartet. Oder es sind Situationen, in denen Menschen einfach einer extremen Situation ausgesetzt waren, Raubüberfall und ähnliches. Und wir kümmern uns eben in diesen allerersten Stunden dann um die Betroffenen. Olaf Meyer-Sievers arbeitet seit 8 Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Kriseninterventionsteam. Mehrfach im Monat hat er Bereitschaft, steht 24 Stunden auf Abruf. Mittlerweile ist er einigermaßen routiniert. Das war am Anfang ganz anders. Bei meinem allerersten Einsatz erinnere ich mich vor allen Dingen daran, wie es mir ging, als die Alarmierung kam. Also ich habe wirklich, ich war so nervös, dass ich bei der Fahrt zum Einsatzort, dass mir wirklich die Knie schlackerten und ich dachte, du darfst jetzt eigentlich gar nicht Auto fahren. Also da habe ich richtig, richtig Bammel gehabt. Die KIT-Mitarbeiter arbeiten meistens im Team. Gesine Plagge ist die jüngste Kollegin von Olaf Meyer-Sievers. Sie ist erst seit kurzem dabei. Ich bin Studentin der Erziehungswissenschaft und in meiner Freizeit engagiere ich mich im Kriseninterventionsteam. Wir haben eine 7-wöchige Ausbildung durchlaufen, in der wir verschiedenste Themenbereiche bearbeitet haben und die ersten Einsätze dann immer mit einem erfahrenen Kollegen gemacht. Beim ersten Einsatz ging es um Überbringung Todesnachricht bzw. Begleitung der Polizei bei der Überbringung Todesnachricht. Verstorben war ein junges Mädchen nach einem Verkehrsunfall und benachrichtigt werden sollte die Mutter. Eine unglaubliche Abachtstellung, Anspannung, Höchstkonzentration und gleichzeitig ganz leer im Kopf. Meier, sind was? Ja, okay. Und wo geht's hin? In welche Straße? Gestern waren zwei Kollegen von uns unterwegs nach einem Suizid, sich ein junger Mann das Leben genommen. Und sehr viele von den Angehörigen waren nicht in Hamburg, sind inzwischen angereist und haben jetzt darum gebeten, ob das Kind heute noch mal kommen könnte, um sozusagen den größeren Familienkreis zu betreuen. Das RKA ist wohl am Ende zu dem Schluss gekommen, weil da durchaus noch mal kurz die Überlegung war, ob es Suizid war oder nicht. Genau. Während der Fahrt gehen die beiden die Informationen der Polizei und die Protokolle ihrer Kollegen vom gestrigen Tag durch. Sie versuchen, sich auf die Situation vorzubereiten, Menschen gegenüberzutreten, die gerade einen Angehörigen verloren haben. Die Gespräche mit den Verwandten dauern bis tief in die Nacht. Wir waren ja jetzt bei einer Familie nach einem Suizid. Es waren sehr, sehr viele Familienangehörige da, von denen ich auch gar nicht alle zuordnen konnte, also Geschwister, Halbgeschwister. Ich bin sehr schnell in einem Einzelgespräch gelandet, habe mit dem Vater gesprochen, sehr intensiv, fand das auch sehr, sehr konstruktiv. Und wir haben dann noch mal in größerer Runde zusammengesessen und ja, noch mal ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt für die nächsten Tage sinnvoll sein kann. Das Thema Verabschiedung hat eine Rolle gespielt. Ich merke es aber auch, ich bin in Gedanken noch sehr irgendwie bei der Familie, bei der Situation. War schon intensiv. Einer meiner großen Wünsche an eine der anwesenden Personen heute war, ich wünschte mir, dass sie mal richtig weinen können. Und manchmal
kommt so eine Botschaft von jemandem von außen vielleicht ein bisschen deutlicher an. Mir geht es durchaus so, dass ich da manchmal so eine Hilflosigkeit dann auch merke. Und dann freue ich mich, wenn es auch irgendwie Sachen nochmal gibt, die man praktisch machen kann. Das, was für mich immer nochmal wichtig ist, weil ich ja noch recht neu dabei bin, ist irgendwie so ein bisschen als erstes abzuklären, wie war es für dich, aber wie war es für mich selber, da ein bisschen in Austausch drüber zu kommen. Nach jedem Einsatz führen die KIT-Mitarbeiter Gespräche über das, was vor Ort passiert ist. Auch, um sicherzustellen, dass niemand im Team unbemerkt Schaden nimmt. Die Krankenbeförderung Hamburg, Wolder, guten Tag. Hallo, Olaf Meyer-Sievers vom KIT. Hallo. Aktueller Einsatz beendet, wir sind wieder frei. Ja, verstanden. Wunderbar. Okay, danke schön, tschüss. Warum machst du das? Während meiner Kindheit war ich damit konfrontiert, dass sich meine Mutter mehrfach versucht hat, das Leben zu nehmen. Das ist ihr dann gelungen, als ich 17 war. Das heißt, dieses Thema hat wirklich meine Kindheit extrem begleitet und mich sicher auch extrem geprägt. Ich habe mich, denke ich, damals war so das, was bei mir passierte, war, dass ich mich eben auch gefühlsmäßig ein bisschen aus mir rausgenommen habe, mich so von meinem Leben etwas abgekapselt habe. Und es hat entsprechend dann doch relativ lange gedauert, bis sich das wieder geändert hat. Ich habe relativ spät erst gemerkt, dass es sinnvoll ist, sich da therapeutische Hilfe zu holen. Die war eine gute Unterstützung. Und ich glaube, dass dieses Erleben, dass mein Erleben in Kindheit und mit diesem relativ langen Prozess, das zu verarbeiten, mit zu der Motivation gehört, dass ich heute KIT-Arbeit mache. Ich kenne eben solche Situationen und ich habe auch erlebt, dass es nicht konstruktiv ist, wenn man sich dem Thema dann nicht stellt und sich keine Unterstützung holt. Und deswegen finde ich es heute auch sehr sinnvoll, diese Unterstützung eben anzubieten. Und da ich merke, ich kann das anscheinend ganz gut, mache ich das auch sehr gern. Okay. Nachts um 2 kommt der nächste Anruf. Eine alte Dame ist gestorben. Ihr Ehemann hat niemanden, der ihm beistehen kann. Okay, Vorname? Und, ja, alles klar. Und er hat den Rettungsdienst gerufen, okay. Und die Frau ist aber verstorben, alles klar. Wo ist die Straße? Gemeinsam mit Teamkollegin Gesine Plagge fährt er zum nächsten Einsatzort am Hamburger Stadtrand. Die Polizei nimmt die beiden in Empfang. Es ist jetzt kurz vor 3 Uhr in der Nacht. Es ist jetzt heute unser zweiter Einsatz. Wir sind alarmiert worden zu einem alten Herrn, der in der Nacht eigenartige Geräusche hörte von seiner Frau, die neben ihm im Bett lag, sich dann Sorgen gemacht hat, den Rettungsdienst gerufen hat, selbst versucht hat, seine Frau dann zu reanimieren auf Anweisung der Feuerwehr per Telefon. Dann war der Rettungsdienst da, die Ehefrau konnte nicht reanimiert werden. Und ich bin jetzt mit meiner Kollegin Gesine bei dem alten Herrn. Wir warten jetzt darauf, dass die Verstorbene abgeholt wird. Und dann geht es ein bisschen darum, wie wird denn das jetzt in der nächsten Zeit weitergehen. Vielleicht braucht er ein bisschen Unterstützung im Haushalt oder wie auch immer. Es gibt keine Angehörigen, keine Verwandten, keine Freunde. Also das ist natürlich ein großes Thema jetzt. Bis in die frühen Morgenstunden kümmern sich die beiden um den alten Herrn. Wir hoffen, dass er jetzt ein bisschen schlafen kann. Und ob das wirklich gelingt, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass jetzt die große Tränenflut kommt. Wir haben versprochen, dass wir uns morgen ein bisschen darum kümmern, wie das mit Bestatter weitergehen kann. Überlegen, wer vielleicht aus dem anderen Bereich vom Roten Kreuz unterstützen könnte für ein Alter in der nächsten Zeit. Und werden einfach morgen Vormittag versuchen, da ein bisschen was anzuschieben und uns dann bei ihm melden.
wir fahren jetzt mal wieder zurück und dann schauen wir mal, ob sich das noch lohnt, ins Bett zu gehen. Ja. Wie lange geht die Bereitschaft noch? Die Bereitschaft geht jetzt noch bis 19 Uhr. Also das ist jetzt noch, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Der nächste Tag. Hast du denn ein bisschen schlafen können heute Nacht? Bis ich dann schon wieder angerufen habe heute Morgen? Ach ja, ist schon immer eine andere Form von Schlaf. Ich fühle mich dann doch immer sehr, sehr übernächtigt und... Das ist die Leitstelle. Meier Sievers. Genau, wir fahren zusammen, so ist es. Wir sitzen gemeinsam im Kit-Auto. Ja, okay, gut, tschüss. Also ich habe heute Nacht eine Stunde geschlafen auf dem Sofa. Ich habe mich gar nicht erst ausgezogen, ins Bett gelegt. Ich dachte, mehr als eine Stunde bleibt mir eh nicht. Hab dann so zwischen Schlafen und Dösen. Und was hast du heute Morgen gemacht? Ich habe heute Morgen erstmal mit Olaf telefoniert. Und dann haben wir besprochen, dass ich den Herrn anrufe, mit ihm spreche, dass wir nochmal kommen, ihm so ein bisschen erkläre, wie es mit der weiteren Planung aussieht. Hab dann einfach nur mal ein bisschen gefragt, ob er ein bisschen schlafen konnte, ob er auch was gegessen hat. Also es sind ja auch manchmal so triviale Sachen, die dann doch wichtig sind. Hallo. Toll, dass du da bist. Vor Ort treffen Sie eine Kollegin vom Pflegenotdienst des DRK. Die Helferin soll dem Witwer in den nächsten Wochen zur Seite stehen. Passiert ist es so gegen eins, meine Frau fing an zu röcheln. Und zwar ganz laut, Und zuerst habe ich gedacht, sie träumt wohl irgendetwas, dass sie jetzt da so, ja. Und dann wurde es immer mehr, dann bin ich aufgestanden. Und dann wollte ich ihre Arme nehmen, mal ein bisschen schütteln, dann hat sie weggeschlagen, nicht? Ja. Habe ich gleich 112 angerufen. Und da sagte der mir, ich soll jetzt sofort mit der Herzmassage beginnen. Dann wurde sie mit mal ganz still. Mhm. Da sagte er, hören Sie noch Ihr Herz. Ja, nun gehen Sie mal über Ihren Mund, ob Sie etwas merken. Nee, da war wahrscheinlich schon aus. Mhm. Aber da klingelte dann auch das an der Tür. Und dann kamen auch schon die Leute an. Und die haben sich echt bemüht. Die waren über eine halbe Stunde dabei. Und da hatte ich dann schon eine Ahnung, wenn einer so lange dabei ist, ja. Die haben sich den noch abgelöst mit der Wiederbelebung. Mhm. Jetzt ist es wohl vorbei, aber das sagte mir dann der Arzt. Ja. Und ich habe ihn eigentlich gar nicht geglaubt. Man macht das nicht wahr, ne? Wir haben keine Verwandten, keine Bekannten. Wir waren beide zusammen gemixt. Ja, sie sagten zu uns, wir sind siamesische Zwillinge. Weil wir alles gemeinsam gemacht haben. 65 Jahre, das zählt. Deshalb ist das jetzt natürlich das ist besonders. Ja, na klar, na klar. Sie haben uns gestern auch so schön erzählt, dass wenn Sie sich mal gestritten haben, dass Ihre Frau Sie dann einfach ein bisschen gezwickt hat und dann war es wieder gut. Ja. Dann haben Sie sich wieder vertragen. Ich kriegte einen Knuff. Ja. Und dann lief es wieder. Ne? Ja. Und wir hatten uns geschworen, ich gehe niemals ins Bett, wenn wir uns erzürnt haben. Nicht? Mhm. Bis dahin uns aber jedes Mal wieder vertragen. Ja, also das hat uns ja immer zusammengespeist. Ja. Ne? Ja. Wenn man allein gewesen wäre, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwas angetan, ich glaube schon. Denn die 65 Jahre, die man zusammen ist, ja.
Aber das würde sich Ihre Frau nicht wünschen. Ihrer Frau ist natürlich auch klar, dass das für Sie jetzt eine schwere Zeit ist und dass Sie traurig sind. Das ist völlig klar. Aber Ihre Frau wird sich bestimmt nicht wünschen, dass Sie verzweifeln. Nee, das nicht. Und es ist ja eh so. Irgendwann gehen Sie ja eh hinterher. So ist das ja immer. Aber meine Frau ist nicht nur unersetzbar. Das gibt's nicht nochmal. Ein Teil von Ihnen, nicht? Ja. Sie waren ja so. Also ich. Und es ist gut, dass wir solche Leute wie Sie haben, wo man anrufen kann. Nicht? Naja. Lassen Sie sich erstmal Zeit. Lassen Sie erstmal dieses Wochenende überstehen. Wir wissen Sie in guten Händen. Und wir lassen jetzt auch ein bisschen Ruhe reinkommen, indem wir jetzt nämlich schon mal Tschüss sagen. Dann können Sie noch ein bisschen überlegen, was könnte so in den nächsten Tagen sinnvoll sein. Sie wissen, da können Sie rund um die Uhr anrufen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und dann wissen wir Sie gut versorgt. Und das beruhigt uns dann auch, wenn wir Tschüss sagen. Genau. Okay. Alles Gute für Sie. Versuchen Sie das im Sinne Ihrer Frau gut hinzukriegen, jetzt die schwierige Zeit. Er hatte gestern, als wir da waren, auch, ich glaube, einmal kurz erwähnt, dass er sich auch so, er hat es genannt, sich auch böse Gedanken macht, nach dem Motto hinterhergehen. Ich habe gestern das Risiko aber nicht so eingeschätzt, dass er das tun würde. Ja, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er wirklich vollkommen alleine gewesen wäre. Ist er ja nun Gott sei Dank nicht gewesen. Natürlich hat das einen Grund, warum wir heute nochmal hergefahren sind. Also das für mich, ich würde mir vorstellen, dass es dir auch so geht, dass es einfach kein schönes Gefühl ist, wenn man sich jetzt denkt, der Herr ist jetzt alleine. Die Beziehung war sehr symbiotisch und insofern ist es natürlich jetzt ein riesen Schock und eine riesige Umstellung. Olaf Meyer-Sievers weiß, was Verlust bedeutet und wenn niemand da ist, der sich kümmert. Das hat er als Kind selbst erlebt. Im Rückblick empfinde ich meine Kindheit als, ich glaube, ich habe mich einfach sehr alleingelassen gefühlt. Also da war irgendwie, da gab es massive Probleme, da gab es große Angst bei mir, große Verlustangst auch. Und irgendwie war da niemand, der mich dabei gestützt hätte. Also ich musste es irgendwie mit mir abmachen und war nicht schön. Sehr viel später, mit etwa Anfang 30, hat sich dann mein Freund Martin das Leben genommen. Und ich denke, die beiden Situationen, die waren beide sehr heftig für mich und die haben mich sicher auch geprägt. In welcher Beziehung standest du damals zu Martin? Martin war, ja, ich würde so sagen, so ein bisschen meine große Liebe, also eine ganz besondere Beziehung. Wir hatten uns allerdings etwa ein Jahr, bevor er starb, schon getrennt. Nichtsdestotrotz hat mich sein Tod dann ziemlich umgehauen. Ich habe nach der Beziehung zu Martin, im Grunde genommen nur noch ganz, sehr selten ganz kurze Beziehungen gehabt und habe schon das Gefühl, dass ich durch das, was da passiert ist, so verschreckt bin, dass ich mich da nicht mehr rantraue. Ich meditiere jetzt seit knapp einem Jahr, jeden Morgen, immer für 20 Minuten. Es ist eine gute Übung im Annehmen und Loslassen. Trotzdem gibt es Momente, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich erinnere mich sehr intensiv an einen Einsatz, bei dem wir gerufen wurden, nachdem eine junge Mutter ganz plötzlich gestorben ist. Sie hatte gerade vor 7 Tagen ihr Baby bekommen, hatte sich zum Mittagsschlaf hingelegt und ist nie wieder aufgewacht. Und als wir ankamen, saß der Vater schluchzend auf dem Sofa, ganz klein und zusammengesunken mit dem kleinen Baby auf dem Schoß. Und dann
kam der Punkt, wo es darum ging, dass das Baby was zu essen kriegen musste. Und dann haben meine Kollegin und ich die letzte Muttermilch der Mutter, die abgepumpte Muttermilch aus dem Kühlschrank geholt und warm gemacht. Und das war so ein, das war ein Moment, der hat uns wirklich alle, auch die Polizisten, uns alle gekriegt. Ich glaube, wir haben alle geheult. Mein Mann ist verstorben, ganz plötzlich, ganz unerwartet. Der war total sportlich, hatte kein Übergewicht wie ich. Und wir haben uns verabschiedet. Ich bin zum Seminar gefahren und mein Mann wollte 2 Tage später nachkommen. Und normalerweise hat er mich morgens geweckt vom Seminar und er hat morgens nicht angerufen. Da wusste ich sofort, da ist was passiert. Dann habe ich einen Freund, der einen Schlüssel hier von der Wohnung hat, gebeten, mal vorbeizuschauen. Und der hat dann Heinz aufgefunden, aufrecht sitzend, mit einem Lächeln auf den Lippen. Und hat dann Notarzt angerufen. Aber mein Mann war dann wohl schon einen ganzen Tag tot, weil der ist quasi schon am Vorabend, nachmittags beim Anschauen der Tour de France, der Königsetappe, vom Fernseher eingeschlafen. Ich hatte die Telefonnummer von Herrn Meyer-Sievers von einer Freundin und da habe ich dann angerufen und er kam dann eine Stunde später und allein das Gespräch hat mir schon so gut getan. Also sowas, wie soll ich sagen, ich habe mich aufgehoben gefühlt. Er kam rein und sagte, ich bin da, was immer Sie brauchen. Und das war's. Also dieses... Ja, was brauche ich denn jetzt von der Technik? Ich wusste das alles nicht, ne? Also er sagte dann auch, haben Sie einen Bestatter? Ist er? Nee, da stand doch in dem Faltblatt der Polizei. Informieren Sie umgehend Ihren Bestatter. Ja, klasse. Da habe ich gedacht, das ist ja nicht so, als ob man jetzt eine Bank oder Sparkasse sucht, sondern ich sage, ich habe niemanden. Ne? Und er hat dann auch eine Bestatterin ausgesucht, wo ich denke, die passt einfach zu mir. Und dann kamen die beiden tatsächlich auf dem Sonntag hier an. Und dann haben wir ja diese ganze Technik mit Friedhof und wie soll die Beisetzung sein und selbst Blumenschmuck konnten wir alles direkt klären. Und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, klar habe ich viele Freunde und Freundinnen, die dann auch hier waren, aber dieses ja Professionelle, diese Unterstützung, ja, das hat gut getan. Herr Meyer-Sievers hat dann einen Termin vereinbart für Samstag. Ich glaube, 17 Uhr waren wir dann bei der Rechtsmedizin. Und das war schon für mich total wichtig, meinen Mann noch mal zu sehen, weil ich glaube, ich hätte das vom Kopf gar nicht begriffen. Ja. Wir waren im Einsatz nach einem Suizid einer alten Dame und haben die Tochter betreut. Die Tochter hat sich sehr gewünscht, ihre Mutter noch mal zu sehen. Wird jetzt demnächst hier eintreffen und dann werden wir mit der Tochter und mit Frau Dr. Wulff zu der toten alten Dame gehen. Guten Tag, Birgit Wulff. Ich bin die Ärztin hier aus der Rechtsmedizin, die mit Ihnen jetzt die Abschiednahme von Ihrer Mutter macht. Ja, wir gehen jetzt hier zum Abschiedsraum die Treppe hinunter. Wenn ich die Tür aufschließe, dann können Sie auch gleich schon den Sarg sehen, in dem Ihre Mutter gebettet ist. Mhm. Und wie gesagt, sie ist abgedeckt, aber die Hand können Sie nehmen. Mhm. Und ich bleibe dabei und Herr Meyer sieht es ja auch. Thank you.
Eines der Musikstücke, die ich gerne höre nach dem intensiven Einsatz, ist der erste Satz aus dem Klavierkonzert in D-Moll von Mozart. Für mich ist das eine Musik, in der so die ganze Lebensdynamik hörbar wird. Mit Anka habe ich etwa 3,5 Jahre zusammengelebt. Das war für mich ungewöhnlich, weil ich mich sonst eigentlich nie in Frauen verliebt habe. Und da ich in dieser Beziehung trotz meines reifen Alters etwas unerfahren war, wurde sie auch sofort schwanger, sodass ich einen Sohn bekommen habe. Und inzwischen bin ich nun auch Großvater von Emil. Ich bin Linus, der Sohn von Olaf. Wir sehen uns ungefähr einmal im Monat. Meistens kommt er uns hier dann besuchen mit dem Auto. Das Verhältnis zu meinem Vater ist sehr gut. Eigentlich sind wir eher so was wie dicke Freunde. Mein Sohn ist einfach ein Riesengeschenk. Er ist ein ganz toller Typ, den ich sehr liebe und der mir unheimlich wichtig ist. Was für mich ganz besonders schön ist, ich habe mich lange selber ja sehr entwurzelt gefühlt. Habe jetzt aber das Gefühl, dass ich sozusagen selber wieder ja sozusagen Wurzeln in die Zukunft schicke und da wieder was zusammenbringen. Und das fühlt sich ein bisschen an wie ein familiärer Heilungsprozess. Das ist einfach sehr schön. Olaf hat sein Urvertrauen verloren durch den Tod seiner Mutter. Er hat das ja ein paar Mal miterlebt, wie sie es versucht hat und konnte sie retten. Und er hat sie ja wahnsinnig geliebt. Und sie war ja auch der einzige Mensch, der für ihn da war, weil er bei ihr gelebt hat. Und sie war ja alleinerziehend mit ihm. Und ich glaube, dass das wirklich ein Knacks bei ihm ausgelöst hat, dass es für ihn schwer ist, Leuten richtig zu vertrauen und auch sie dann herzulassen, weil immer diese Angst da ist, die Menschen wieder zu verlieren. Er hätte sicherlich auch gerne Beziehungen, aber hat halt diese starken Bindungsängste. Und dass, wenn er sich wirklich öffnet, dass er dann wieder Leid erfährt und Verlust und Schmerz. Das hat er ja nicht nur durch den Tod seiner Mutter, sondern auch durch den Tod seines Lebensgefährten, ehemaligen Lebensgefährten und natürlich dann auch irgendwie durch den Verlust quasi meiner Mutter. Die Beziehung ist ja auch auseinandergegangen. Das heißt, alles, was er mal angefangen hat, ist zerbrochen. Und klar sind da große Ängste. Und er muss sich aber trotzdem irgendwie beschäftigen und ne, in den Alltag irgendwie stemmen und das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und da ist das Kind da. Ein 18-Jähriger ist tödlich auf den Bahngleisen verunglückt. Die Polizei muss den Eltern die Todesnachricht überbringen und hat das Kriseninterventionsteam mitgenommen. Aber der Vater ist nicht da. Er ist verreist ins Ausland. Ich versuche jetzt, die private Handynummer rauszukriegen. Und dann müssten wir vielleicht gucken, dass wir ihn unter einem Vorwand wieder nach Hamburg morsen. Auf der Polizeiwache beratschlagen sie, wie man den Vater zurück nach Hause bekommt, ohne die schlimme Nachricht am Telefon überbringen zu müssen. Also von allen Sachen, die wir jetzt erleben können, ist das Schlechteste. Ich sag mal, wie zu Hause. Sie beschließen, die Chefin des Vaters anzurufen. Vielleicht kann sie ihn überreden, nach Hamburg zu kommen. Ja, genau. Guten Tag, Olaf Meyer-Sievers vom KIT. Ja, kein Problem. Währenddessen auf dem Business, das war ich eben auch. Das hat wahrscheinlich jetzt parallel geklingelt oder so. Ne? Wir überlegen so ein bisschen, wie wir taktisch vorgehen können, falls wir den Herrn erwischen würden telefonisch und ihn sozusagen nach Hamburg zurückordern. Entstünde natürlich, wenn die Polizei ihn anruft, von vornherein eine starke Dynamik nach dem Motto, oh Gott, was ist denn passiert? Und er soll auf gar keinen Fall sozusagen in diesem Zustand dann Auto fahren, möglicherweise noch mit Kind an Bord. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen überlegt, ob Sie eventuell bereit wären, den Herrn zu erreichen unter der Diensthandynummer, ja gegebenenfalls mit Rufumleitung, und ihm erzählen, dass die Polizei ihn sucht und ihn dringend braucht und sie wüssten nicht warum, was ja auch der Wahrheit entspricht. Und er möge bitte ganz dringend zurückkommen nach Hamburg. Und auch die Frage, wo ist denn der Rest der Familie? Sind die alle unterwegs? Ist noch jemand in Hamburg von der Familie? Das ist jetzt eine Möglichkeit, ihn
hoffentlich zu erreichen, ohne dass er gleich erfährt, was passiert ist. Denn das sollte er lieber persönlich erfahren. Ja? Die Hoffnung erfüllt sich nicht. Der Vater will jetzt wissen, was los ist, erfährt Olaf Meyer-Sievers von der Chefin. Wenn man mitteilt, dass man dringend nach Hause kommen soll, weil die Polizei irgendwas will, ist natürlich klar, dass da, also damit lösen wir immer Beunruhigung. Das kann man nicht ganz vermeiden. Dann wird er gleich einen Telefonanruf von der Polizei bekommen. Prima, ganz herzlichen Dank. Tschüss erstmal. Ich fürchte, das heißt Anruf auf der privaten Handynummer. Gibt eine andere Variante. So hart es ist, so wenig Einfluss wir noch auf seine Reaktionen haben. Aber jetzt, wer weiß, wann die wiederkommen, ihn dann auch im Dunkeln zu lassen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Gerade jetzt, wenn schon Telefonate stattgefunden haben. Wollen wir vorher noch einmal mit dem IFR schnacken, ob die Erkenntnisse haben noch? Ja. Soll ich das mal eben machen? Hallo, Frau Klatte. Auch wenn klar ist, bei wem es sich um den Toten handelt, müssen sicherheitshalber eindeutige Identifizierungsmerkmale mit dem Institut für Rechtsmedizin abgeklärt werden. Linke Schulter, Oberarmbereich, Tätowierung. Aber der Schulterbereich ist sozusagen noch am Körper befindlich. Ja. Okay, prima. Dann starten wir mal den schrecklichen Anruf. Also das ist wirklich die absolute Notlösung. Normalerweise trifft man den an, sagt, was man sagen muss. Und dann hat sich das für uns soweit erledigt. Ja. Der Fall wird von der Kriminalpolizei übernommen. Und dann ist gut. Ihr macht die Nachsorge und dann fertig. Dass das jetzt so läuft, das muss ich sagen, das haben wir auch noch nicht erlebt. Mhm. Wir haben schon ein paar Jährchen hier, aber... Ja, dann müssen wir noch einmal Cut machen. Die Bundespolizei haben euch also nach Schümern schönen Tag. Herr Koffi, Sie sind ein bisschen beruhigt. Es gibt bei der Überbringung von Todesnachrichten eine ganz klare Aufgabenteilung. Die Nachricht müssen die Kollegen von der Polizei überbringen, einmal aus rechtlichen Gründen. Und dann ist es aber für unsere Arbeit auch wichtig. Also derjenige, der das überbringt, kann danach nicht betreuen. Das funktioniert nicht. Wenn ich das sagen würde, müsste ich danach aus der Betreuung rausgehen. Insofern Nachricht durch die Polizei und dann bleiben wir vor Ort und kümmern uns weiter um die Betroffenen. Wie verkraftest du solche Einsätze? Für mich ist es ein Riesenunterschied, selber betroffen zu sein oder nicht selber betroffen zu sein. Wenn ich im Einsatz bin, dann kann ich natürlich auch mitfühlen und denken, das ist gerade ganz, ganz schrecklich, was passiert, aber trotzdem bleibe ich handlungsfähig. So, da bin nicht ich betroffen. Das ist ein Riesenunterschied dazu, zu der Situation, dass ich selber da bin und selber gerade mitgeteilt bekomme, dass mein Partner, mein Kind, sonst wer verstorben ist. Einmal im Monat sprechen die KIT-Mitarbeiter mit einer Therapeutin über das, was sie bei ihren Einsätzen erlebt haben. In der Supervision sprechen wir einmal über unsere Einsätze, aber nicht auf der sachlichen Ebene nach dem Motto, was habt ihr da gemacht, was habt ihr geregelt, sondern da geht es eher um uns. Es geht darum, dass wir uns austauschen darüber, also darüber wirklich im Gespräch miteinander zu sein. Und ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass in der Supervision Themen auf den Tisch kommen, an die man eigentlich selber gar nicht gedacht hätte. Wie ist das sonst hier in der Runde? War von Ihnen jemand beteiligt, aktiv an dem? Direkt bei dem Einsatz nicht. Ich war am Freitag nochmal mit Ursula zusammen bei einem anderen Ruderclub, die als erste an der Stelle waren, wo er gekentert ist. Oh. Und da haben wir dann praktisch nochmal so eine Jugendgruppe und den Trainer dann betreut. Das eigentlich Furchtbare ist ja, dass alle miteinander nichts haben tun können, um den Jungen am Leben zu erhalten. Und das eine ist das, was man dann noch tun kann. Aber sie alle, sie ja auch, aber natürlich insbesondere die Familie, ist ja erst einmal damit konfrontiert, etwas auszuhalten, was eigentlich nicht aushaltbar ist. Ich habe bisher bei meinen KIT-Einsätzen die Situation am härtesten empfunden, wo ich unmittelbar dabei war, wie Kinder vom Tod ihrer Mutter, ihrer Eltern erfahren haben und wirklich unmittelbar die Reaktion der Kinder miterlebt habe.
Wenn ich einem Kind sagen muss, dass die Mama tot ist, bemühe ich mich nicht lange um den heißen Brei rumzureden, sondern einfach sehr, sehr schnell darauf zu kommen und es einfach auszusprechen. Also zum Beispiel, du hast ja gemerkt, dass hier ganz, ganz viele Leute in der Wohnung sind, die sonst nicht da sind, und du siehst auch, dass hier ziemlich viel Aufregung ist und einige weinen. Der Grund ist, deine Mama ist tot. Wenn ein Kind merkt, alle anderen wissen das längst und mir erzählt es keiner oder mir wird es 2 Stunden lang nicht erzählt oder wie auch immer, dann gräbt das am Vertrauen den anderen Erwachsenen gegenüber. Es hat es auch einfach, auch wenn es eine furchtbare Nachricht ist, aber das Kind hat es verdient, sie schnell zu erfahren. Und welche Reaktion gibt es dann? Die Kinder, die ich erlebt habe in solchen Situationen, also ich habe einmal erlebt, einfach wirklich ganz, also sofort lautes, erbärmliches, tragisches, trauriges Schreien, Weinen, nach Mama rufen, ich will zu dir, Mama, wo bist du? Also wirklich ganz, also wirklich außer erbärmlich nichts anderes, aber wirklich ein flehendes, völlig verzweifeltes Schreien. Ich habe auch erlebt Situationen, wo bei Geschwistern, wo dann der größere Bruder den sofort in so eine Art Beschützerrolle für den Kleineren ging. Der Kleinere schrie ganz furchtbar und der Größere hat sofort angefangen zu trösten. Was sehr, sehr anrührend ist dann, und wo ich mir aber auch gleichzeitig Sorgen um den Größeren mache, dass der Arme jetzt sozusagen nicht in der Rolle des tröstenden großen Bruders bleiben muss, sondern auch Raum für sein Drama braucht. Ich glaube, er mutet sich manchmal zu viel zu. Weil was das Kind betrifft, da ist er ja, am Anfang war er ganz versessen darauf, Einsätze zu haben, weil er das unbedingt erleben wollte und hat da ganz viele gemacht. Und manchmal, er macht das ja auch noch als Nebenjob, diese Bürotätigkeit. Das heißt, er ist sowieso immer involviert, zusätzlich die Einsätze, die Bereitschaften. Und dann ist es ja auch so, dass dem Einsatz ist es ja nicht getan, sondern danach hat er noch dieses Betreuungsbedürfnis oder auch die Betreuungspflicht, die Angehörigen nochmal irgendeinen Tag später zu sehen. Und wenn man dann 4, 5 Einsätze hintereinander hat und eigentlich noch gucken muss, wie kommt man finanziell über die Runden, wie kriege ich mein Privatleben mal in den Griff, dann glaube ich schon, dass das auch schwierig ist, ja. Ich fahre jetzt zu einem Folgeeinsatz zu einer Familie, bei denen eingebrochen worden ist. Die Einbrecher haben dann in dem einen Familienhaus 2 Brände gelegt, im Schlafzimmer und im Kinderzimmer, sodass das ganze Haus im Prinzip verwüstet ist. Die komplette Einrichtung unbrauchbar, das Haus komplett saniert werden muss. Und wir haben jetzt angeboten, dabei zu helfen, die Kinder erstmal mit dem Notwendigsten zu versorgen. Also Kleidung, vielleicht Spielsachen, also einfach das, was jetzt ganz dringend da sein muss und vielleicht auch das, was ganz dringend fürs Wohlbefinden da sein muss. Und auch nachhaltig einfach um das kümmern. Die haben dann immer Menschen. Ich dachte, dass es mal passieren würde, dass einem irgendwas abbrennt, komplett. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich dankbar bin, dass ich die Fassung nicht verloren habe, dass ich irgendwie handlungsfähig geblieben bin. Und vor allen Dingen überwältigt hat mich eigentlich die Hilfsbereitschaft von allen Seiten. Und
Das war eine große Hilfe. Die Polizei hat mich dann auf die Möglichkeit hingewiesen, dass das Rote Kreuz so ein Kriseninterventionsteam hat. Und ob ich das haben wollte und habe gedacht, das kann mir jetzt nicht schaden, zumal mein Mann auch noch auf Reisen war und noch gar nicht vor Ort war. Und ich stand da ganz alleine mit den Kindern, beziehungsweise die Kinder waren noch in der Schule. Und genau, und das waren sozusagen die Engel des Tages für mich, die einfach da waren und mir geholfen haben, auch mit den Kindern umzugehen in der Situation. Ich merke das manchmal in den Einsätzen noch gar nicht, aber dann so ein oder zwei Tage später, dass das doch alles unheimlich viel Energie zieht und ich dann so ein bisschen mit zeitlichem Abstand völlig platt bin und einfach einen kompletten Tag ausschlafen, abhängen, nichts tun, Fernsehen, essen, spazieren, gehen, Musik hören, basta. Also mich irgendwie sozusagen stabil zu halten und lebensfroh zu halten und so, das ist immer mal wieder ein Thema und es ist immer mal wieder mehr erschüttert oder besser in Schuss. Ich liebe meinen Sohn und meinen Enkel ja sehr und ich freue mich ganz besonders, dass auch mein Enkel zu mir so ein ganz inniges Verhältnis hat und ich möchte ihm sehr, sehr gern auch als liebender Opa sowas wie Urliebe, Urvertrauen mitgeben. Und ich habe das Gefühl, das klappt auch. Das fühlt sich ganz toll an. Und irgendwann neulich ging mir mal abends im Bett der Spruch durch den Kopf. Es gibt ja dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit dem Rückschluss, dann musst du dich ja auch so selbst lieben wie den Nächsten. Und ich habe ihn dann für mich mal gedreht in Liebe dich wie deinen Nächsten. Und habe mir mal vorgestellt, wie es denn wäre, wenn ich mich so herzlich lieben würde, wie ich meinen Enkel liebe. Und daran übe ich gerade. Und das gelingt mir manchmal schon ganz gut. Und das fühlt sich dann ganz klasse an.